Ja, habe die Ehre, sagt man hier in Niederbayern. Und ich freue mich, heute unter euch zu sein, weil wir haben diesen Herbst gelernt, hier sind echte Patrioten daheim. Leute, denen keiner was vormacht. Aus Niederbayern, das haben wir heute schon mehrfach gehört, da kommt die Speerspitze der Vernunft nicht nur in Bayern, sondern in ganz Westdeutschland. Ich habe neulich gelesen, die Niederbayern sind besonders bodenständig, traditionsbewusst, heimatverbunden und naturverbunden. Das heißt auf gut Deutsch, hierher kommen die Menschen, die die Werte leben, die wir als AfD vertreten. Dieses Jahr wird ein besonderes Jahr. Es wird ein Schicksalsjahr für Bayern werden und es wird ein Schicksalsjahr auch für Deutschland werden. Diesen Oktober wird nicht nur Markus Söder der kürzeste Ministerpräsident in der bayerischen Geschichte werden, sondern es wird auch die Amtszeit von Angela Merkel enden. Wir alle zusammen, wir haben eine ganz besondere Verantwortung dieses Jahr. Uns steht eine Landtagswahl ins Haus und es liegt an uns hier in Bayern, ob es gelingt, die Kanzlerdarstellerin endgültig nach Hause zu schicken. Der Weg dahin, der ist ganz einfach. Der heißt, wir als AfD, wir müssen zweitstärkste Kraft werden und die CSU muss unter 40% landen. Das müssen wir alle gemeinsam im Herbst zur Landtagswahl erreichen. Und dafür ist, das ist heute auch schon mehrfach angesprochen worden, jeder willkommen, der mit anpacken möchte. Aber dafür gilt auch, dass jeder seine persönlichen Interessen hinten anstellen muss. Denn es gilt, gemeinsam für ein großes Ziel zu arbeiten, nämlich Bayern und Deutschland endlich wieder auf einen richtigen Weg zu kriegen. Wir werden gemeinsam dafür sorgen, dass Merkel, Seehofer und Co. diesen Herbst endgültig ihr blaues Wunder erleben. Und ich sage jetzt etwas, das ist in AfD-Kreisen vielleicht etwas unpopulär, aber ich sage, ich freue mich über die GroKo. Und zwar über die GroKo aus ÖVP und FPÖ in Österreich. Denn die FPÖ hat uns vorgemacht, wie es geht. Sie ist konsequent zu ihren Idealen und ihren Zielen gestanden. Sie hat dafür gesorgt, dass die ÖVP nur noch die Wahl hatte, entweder die Forderungen der FPÖ zu übernehmen oder in der politischen Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Es ist der Verdienst der FPÖ, dass in Österreich eine Politik der Vernunft eingekehrt ist. Und Bayern und Österreich standen sich auch in der Geschichte schon immer nahe. Ich bin mir sicher, es wird uns sehr bald gelingen, dass wir auch in Bayern einen Schwenk hin zu einer Politik der Vernunft für die Bürger hier im Lande erreichen. Diesen Herbst machen wir als bayerische Bürger endgültig klar, dass Schluss ist mit der Dampfplauderei der CSU. Wir setzen uns ein für eine echte Politik für Bayern. Ich muss sagen, ich habe mich im Vorfeld des Aschermittwochs natürlich auch mit verschiedenen Themen beschäftigt und eigentlich liefert man sich auch einen Schlagabtausch mit den anderen Parteien. Aber da gibt es eine Partei und das ist heute mehrfach schon angesprochen worden. Da ist es so, dass die sich selbst einen so starken Schlagabtausch mit sich selber liefert, da kann man eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Anfang des Jahres hatte ich überlegt, was sagt man zur SPD, vielleicht Projekt 18 der FDP, da ist sie inzwischen weit drunter. Und wenn man bei der aktuell mächtigsten Person in der SPD, der Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles, einfach mal überlegt, was deren große Worte sind, die von ihr so bekannt sind, dann kommt man auf Bätschi und auf ab morgen bekommen sie in die Fresse. Das ist die wohl erbärmlichste Vorsitzende, die die SPD in ihrer langen Geschichte jemals hatte. Applaus
Aber eins muss man ihnen zugestehen, die Genossen von der SPD, die versuchen, die Worte ihrer designierten Vorsitzenden sehr ernsthaft umzusetzen und der Regierung so richtig in die Fresse zu hauen. Ja, was haben die dem Schulz in die Fresse gehauen? Und den Gabriel haben sie gleich mit aufs Altenteil geschickt. Eines gibt es dazu, ganz klar zu sagen, dass die SPD sich intern dermaßen zerlegt, ist das erste Mal seit langem, dass sie etwas Sinnvolles für unser Land tut. Die CSU, die ist im letzten Herbst ziemlich unvermittelt von ihrem hohen Ross gefallen. Ihr eigener Spitzenkandidat Joachim Herrmann, wir haben es heute schon gehört, der fiel bei der Wahl durch und musste in Bayern bleiben. Und die Frage, die sich stellt, ist inzwischen nicht mehr, ob die CSU eine absolute Mehrheit bekommt. Die Frage, die sich vielmehr stellt, ist, ob die CSU überhaupt in der Lage ist, noch 40% zu erreichen. Und ja, der Grund dafür, der liegt in der AfD. In all den fleißigen Mitstreitern, die landauf, landab mit hoher Aktivität Bekannte, Freunde, Familie überzeugen und die sich bei Wind und Wetter raus auf die Straße schellen und an die Infostände und im Land überall versuchen, die Bürger aufzuklären. Seehofers Zeit als Ministerpräsident ist dank uns abgelaufen. Er ist nun in der Resterampe Bundesregierung gelandet. In Bayern hat er abgewirtschaftet, aber für den Bundesinnenminister, dafür reicht es wohl noch. Jetzt darf er sich selbst künftig dann Ultimaten stellen. Aber ich befürchte, inhaltlich wird sich gar nichts ändern. Die CSU, sie redet immer wieder von begrenzter Zuwanderung. Wir alle aber wissen, dass eine Begrenzung der Zuwanderung es nur mit flächendeckenden Grenzkontrollen geben kann. Und nun soll die CSU mit Herrmann und Seehofer die Innenminister in Land und Bund stellen. Und sie hätten jetzt die Möglichkeit, das einzuführen, aber sie werden keine echten Grenzkontrollen einführen. Statt unsere Außengrenzen zu schützen, begrenzt man in diesem Land lieber die Meinungsfreiheit durch massive Zensur in den sozialen Netzwerken. Und auch damit muss Schluss sein. Ich glaube, das Einzige, was mit der Neuauflage dieser großen Koalition passieren wird, ist ein Wetterphänomen. Es wird künftig den Föhn nicht nur am Alpenrand, sondern auch in Berlin geben, nämlich immer dann, wenn unser Horst seine heiße Luft absondert. Aber außer diesem Föhn werden wir leider nicht viel Neues aus Berlin hören. Dafür gibt es aber Neues in Bayern. Regensburg bekommt die erste Moschee mit Minarett. Ja, und die Menschen haben natürlich erst davon mitbekommen, als die Genehmigung schon erteilt worden ist, weil sonst hätten sich ja Bürger gegen den Bau wehren können. Und dass es Bürger gibt, die sich gegen diesen Bau wehren wollen, das sieht man ja auch daran, dass jetzt 26 Holzkreuze dort aufgestellt wurden auf dem Gelände. Man stellt dem Bürger lieber vor vollendete Tatsachen und die Tatsachen dort, die sind tatsächlich sehr interessant. Es ist nämlich immerhin schon die 5. Moschee im Osten von Regensburg. Das heißt, wir haben bereits jetzt, die 4 bestehenden Moscheen, bereits jetzt mehr Moscheen im Osten von Regensburg als Kirchen. Und jetzt bekommen wir noch eine weitere dazu. Mehr Moscheen als Kirchen. Will man im Stadtrat in Regensburg wirklich erreichen, dass sich der Regensburger Osten an islamische Werte anpasst? Der Betreiber dieser neuen Moschee ist übrigens auch nicht irgendwer. Der Betreiber dort ist DITIB. Viele von Ihnen wissen es schon, aber für die, die es noch nicht wissen, möchte ich es kurz erwähnen. DITIB ist eine Organisation, die vom Ministerpräsidentenamt in der Türkei, also direkt von Erdogan, gesteuert wird und die die Imame in der Türkei ausbilden lässt.
Wir als AfD, wir haben dazu eine ganz klare Meinung. Wir wollen hierzulande keine Moscheen, die vom Islamisten und Kriegstreiber Erdogan gesteuert werden. Er ist häufig heute schon angesprochen worden, der Satz von Markus Söder, dass der Islam ein Bestandteil Bayerns ist. Aber was noch nicht angesprochen wurde und was ich denke sehr bemerkenswert ist, dass er diesen Satz auf einem Sommerfest eben dieser DTIP in Nürnberg gesagt hat. Und genau das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da geht ein bayerischer Minister zu einer von der Türkei gesteuerten Organisation und erzählt dort allen Ernstes, dass der Islam ein Bestandteil Bayerns ist. Und diesen Minister will die CSU zum Ministerpräsidenten von Bayern machen. Ja? Da wird es wirklich höchste Zeit, dass die Landtagswahl kommt, damit wir alle gemeinsam diese Entscheidung korrigieren können. Und es ist heute angesprochen worden, es gibt noch mehr Neuigkeiten aus Bayern zum Thema Islam. Der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband, der will flächendeckenden Islamunterricht und nennt das einen Meilenstein in der deutschen Bildungspolitik. Liebe Freunde, mit uns wird es das nicht geben, denn wir wissen, das ist kein Meilenstein, sondern ein Grabstein für unsere kulturellen Werte. Der bayerische Kultusminister Spänle, der gesagt hat, und das ist ja heute auch schon angesprochen worden, wenn es nach mir geht, könnten wir den Islamunterricht auch flächendeckend anbieten, der steht nicht allein in der CSU, denn auch Horst Seehofer nennt den Islamunterricht einen Beitrag zur Integration. Dass solch eine Einstellung ausreicht, um Heimatminister in der Bundesregierung zu werden, das sagt alles aus über das Loser-Kabinett der Großen Koalition. Liebe Freunde, der Unterschied zwischen der CSU und der AfD, der ist ganz einfach. Der Unterschied zwischen CSU und AfD ist nämlich, dass die CSU flächendeckenden Islamunterricht will und die AfD flächendeckende Grenzkontrollen. Wollt ihr noch ein Beispiel für den politischen Wahnsinn in Bayern? In den letzten 10 Jahren ist die Zahl der Geburten in Bayern im Freistaat deutlich angestiegen. Eigentlich was Positives. Im gleichen Zeitraum wurden 32 Geburtsstationen geschlossen und die Zahl der Betten in der Geburtshilfe hat sich von 2005 bis 2015 halbiert. Die Folge des Ganzen ist, dass es auf dem Land von manchen Orten inzwischen 40 Fahrminuten und mehr bis ins nächste Krankenhaus mit einer Geburtsstation sind. Und selbst wenn es die Frauen ins Krankenhaus geschafft haben, werden Frauen in den Wehen in Bayern inzwischen des Öfteren abgewiesen, weil die Krankenhäuser überfüllt sind. Liebe Freunde, wir haben überall im Land in den letzten Jahren erlebt, dass Millionen da waren, um Asylbewerberheime wie Pilze aus dem Boden schießen zu lassen. Für alles war Geld da, aber nicht für die Keimzelle der Gesellschaft, nämlich die werdenden Mütter. Und ich sage euch, diese Politik gegen die eigenen Leute findet durch uns ein Ende, denn wir wollen statt einer Willkommenskultur für illegale Einwanderer eine Willkommenskultur für unsere Kinder. Lasst uns mal ein bisschen über die Grünen noch reden. Die starten ja in den Wahlkampf
mit einem Volksbegehren gegen Flächenverbrauch. Was für ein Hohn. Wer hat denn in den letzten Jahren mit seiner Ideologie dafür gesorgt, dass unsere Wälder und Flure verdichtet worden sind? 800 Windkraftwerke wurden in Bayern allein in den letzten 10 Jahren aufgestellt. Da werden für jedes Windkraftrad Schneisen in den Wald geschlagen, Waldwege verdichtet, damit tonnenschwere Kräne an die entlegensten Orte kommen, um dort Monster aus Stahl und Beton in die Natur zu pflanzen. Viele wertvolle Rückzugsräume für Mensch und Tier wurden zerstört. Und die Hauptschuld daran waren die Grünen und ihre militante Energiepolitik. Aber die CSU hat sich das nicht nehmen lassen. Die hat letztes Jahr noch eins draufgesetzt. Und sie hat noch eine Verordnung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen beschlossen. Damit können nun in Bayern auf Acker- und Grünlandflächen ganze Felder von Solaranlagen errichtet werden. CSU und Grüne sind im Wettbewerb darum, wer bessere Voraussetzungen für Metallungestüme auf bayerische Äcker und Naturflächen schafft, um Strom zu erzeugen. Und ich sage, aus diesem unseligen Naturverschandelungswettbewerb müssen wir aussteigen. Denn unsere Kinder und Kindeskinder, die werden uns dafür verfluchen, wenn wir ihnen ein Land der Stahlturmruinen, der Felder voller Metallgestänge und der verdichteten und zubetonierten Wege hinterlassen. Übrigens, wissen Sie, wie die Grünen ihr Volksbegehren nennen? Damit Bayern Heimat bleibt. Ja, ich musste auch lachen, wie ich das erste Mal gelesen habe. Denn die Partei, die wie keine andere für das Bejubeln illegaler Masseneinwanderung in unser Land steht, die Partei, deren Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth auf Demos mitläuft, auf denen man Deutschland verrecke und Deutschland du mieses Stück Scheiße ruft, die Partei, die mit ihrer realitätsfremden Energiepolitik daran schuld ist, dass man in Bayern über Stromtrassen wie Südlink reden muss und an vielen einst ruhigen Ecken im Freistaat nun ein Windrad dröhnt. Diese Partei nennt ernsthaft ihr Volksbegehren, damit Bayern Heimat bleibt. Direkter wie die Grünen kann man dem Wähler kaum sagen, dass man ihn für vollkommen deppert hält. Unser Land hat sich in den letzten Jahren drastisch geändert. Wir haben heute Betonsperren, sogenannte Merkel-Legos, auf Volksfesten und großen Veranstaltungen. Das Oktoberfest ist inzwischen umzäunt. Die Parallelgesellschaften von archaischen, patriarchalen Kulturen, die die Werte unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung aktiv bekämpfen, die werden immer stärker, diese Parallelgesellschaften. Inzwischen haben wir auch in Bayern es geschafft, No-Go-Areas zu bekommen. Und viele Menschen schränken sich selbst in ihrer Freiheit ein, weil sie berechtigterweise Angst um sich selbst oder um ihre Kinder haben. Und die Altparteien, die tun gar nichts. Die CSU sagt, sie würde gerne etwas tun, aber sie kann leider nicht, weil sie am Rockzipfel von Mutti hängt und da geht's leider nicht. Und die anderen Parteien, die wollen gar nicht erst handeln. Ich bin Bundestagsabgeordneter und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie sich die Debatten im Deutschen Bundestag ansehen, dann werden Sie wirklich wütend. Sie werden wütend, weil Sie beim Thema Zuwanderung die unglaublichsten Einzelfallgeschichten aufgetischt bekommen. Der eine redet von einer Asylbewerberin, die Besuchern nicht nur Gerichte aus dem Nahen Osten, sondern auch ein Wiener Schnitzel servieren würde. Der nächste erzählt von einem armen Mann, der seine Familie im sicheren Griechenland zurückgelassen hat und der jetzt so traurig ist, weil er seine Familie vermisst. Solche Debattenbeiträge, jawohl, ich mache mal ganz kurze Unterbrechung. Wir haben ein Auto wieder, was wegfahren müsste, Deggendorf DC 888. Also wer dieses Fahrzeug hat, das müsste bitte wegfahren. Ja, also diese Fälle, die werden ernsthaft geführt im Deutschen Bundestag, um zu erklären, warum man einen Familiennachzug für Menschen braucht, die weder persönlich verfolgt noch Flüchtlinge sind, sondern nur die Schutz auf Zeit genießen. Und dann sitzen Sie da als Abgeordneter und müssen erkennen, dass die von den anderen Parteien gar nicht wissen, wovon sie reden. Denn wenn der arme Mann seine Familie doch so sehr vermisst,
Warum geht er nicht ins sichere Griechenland, um seine Familie zu besuchen? Und was bitte hat ein Wiener Schnitzel mit den Problemen, die wir im Land haben, zu tun? Es geht in diesem Land nicht um Wiener Schnitzel. Es geht um Themen wie Ehrenmorde, Zwangsehen, Christenverfolgung, Antisemitismus. Das sind nämlich die Probleme, die uns die unbegrenzte Zuwanderung bringt. Mia aus Kandel, ermordet von einem Afghanen, war kein Einzelfall. Sie war einer von über 70 allein in der Presse aufgelisteten Ehrenmorden und Ehrenmordversuchen im letzten Jahr in Deutschland. Mia war einer von allein 5 Ehrenmorden und Ehrenmordversuchen, über die die Medien berichtet haben, die allein im Dezember letzten Jahres von Afghanen in Deutschland begangen wurden. Und die Dunkelziffer, die es da gibt, abseits der Medienberichte, die dürfte um ein Vielfaches noch höher liegen. Und dann redet man im Deutschen Bundestag ernsthaft über Wiener Schnitzel? Realitätsfremder als die Politdarsteller der Altparteien kann man kaum sein und deswegen braucht es eine politische Wende in diesem Land. Wir werden dieser Politik des Wegsehens ein Ende bereiten. Für uns ist klar, dass jeder, der hierzulande leben möchte, sich an unsere gesellschaftlichen Werte zu halten hat. Auch an Toleranz und Gleichberechtigung. Und wir fordern die Vertreter der christlichen Kirchen, der Juden und anderer Religionsgemeinschaften auf, dass auch diese endlich klar die Hauptursache der zunehmenden Christenverfolgung und des zunehmenden Antisemitismus in diesem Land benennen. Die CSU, die doktert bei der Sicherheitspolitik nur an den Symptomen herum. Sie wollen mehr Polizisten einstellen und ja, wir brauchen mehr Polizisten. Aber wir brauchen vor allem eine Politik, die sich mit den Ursachen beschäftigt. In Bayern hat jeder 7. Polizist einen Nebenjob, in München gar jeder 5., weil viele mit dem Gehalt eines Polizisten in den Ballungsräumen kaum mehr über die Runden kommen. Und diese Geringschätzung muss ein Ende finden, denn wer seine Gesundheit für unsere Sicherheit riskiert, der muss auch genug verdienen, um davon leben zu können. Wir lassen weiter ungehindert Islamisten ins Land, finanzieren linksextreme Gruppen mit Steuergeldern. Unsere Justiz gibt Migranten kulturelle Boni, weil sie es ja nicht besser wissen können. Und die Politiker der Altparteien sagen lieber, dass der Islam ein Bestandteil Bayerns ist, als mit Vehemenz einzufordern, dass sich jeder hierzulande an unsere Werte und Regeln zu halten hat. Es gibt 81 Grenzübergänge in Bayern, die man durchaus flächendeckend überwachen könnte. Aber der politische Wille dazu fehlt leider. Bei dieser Politik, wie sie die CSU betreibt, kann man gar nicht genug Polizisten einstellen, um die Lage in den Griff zu bekommen. Die einzig wirksame Maßnahme ist die Bekämpfung der Ursachen. Wir von der AfD sind die einzige Partei, leider, die bereit ist, diese Ursachen anzugehen und damit auch langfristig die Probleme zu lösen. Es gibt aber noch ein weiteres Problem, das auch mit der unbegrenzten Zuwanderung zusammenhängt. Und das ist, dass immer mehr Menschen auch in Bayern durch soziale Netz fallen. In München sind inzwischen selbst Menschen aus der Mittelschicht von Obdachlosigkeit bedroht. Letzte Woche Freitag hat ein Gericht es für rechtens empfunden, dass der Vermieter nach Einbau einer Zentralheizung die Miete einer 70-jährigen Münchnerin, die seit 60 Jahren in dieser Wohnung lebt, von 520 auf 1.300 Euro erhöhen darf. Von 520 auf 1.300 Euro. Das ist das 2,5-fache und damit nimmt man einer alten Frau ihr angestammtes Zuhause, in dem sie ihr ganzes Leben verbracht hat. Was für eine Schande für unser Land. Die Anzahl der Obdachlosen in den Großstädten nimmt massiv zu. Immer mehr Menschen
sammeln Pfandflaschen oder suchen im Abfall von Supermärkten nach Essbaren, um über die Runden zu kommen. Es trifft vielfach die Rentner, die ihr Leben lang Steuern gezahlt haben. Und um das an der Stelle mal ganz klar zu sagen, es ist eine Riesensauerei, dass man jeden in unser Sozialsystem einwandern lässt, der sich illegal über die Grenze schleicht, aber immer mehr Einheimische deswegen auch hinten runterfallen. Unser Sozialstaat, der muss dazu werden, wofür ein Sozialstaat gedacht ist, nämlich um einheimischen Bedürftigen ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Und es kann nicht angehen, dass eine Kommune für die Unterbringung eines Asylbewerbers ein Vielfaches dessen zahlt, was ein Einheimischer als Hartz-IV-Empfänger als Zuschuss zur Miete bekommt. Dieser Rassismus gegen die eigene Bevölkerung, der muss beendet werden. Menschen, die hierzulande noch nie einen Finger krumm gemacht haben, die dürfen nicht besser behandelt werden wie Einheimische. Die Spitze von dieser Ungerechtigkeit ist, dass man immer noch keinerlei Vermögensprüfung bei Asylbewerbern durchführt, während man bei einem Einheimischen, dessen Familie einen Pflegefall hat, erst mit dem Pflegefall das ganze Vermögen abschmelzt, dann guckt, was ist bei den Eltern und bei den Kindern zu haben, und erst wenn da auch nichts mehr zu holen ist, dann steigt der Staat voll ein. Und deswegen sage ich, wir als AfD, wir sind die Partei für soziale Gerechtigkeit, denn wir sorgen dafür, dass die rassistische Diskriminierung von Deutschen gegenüber Asylbewerbern ein Ende findet. Für all diese politischen Entwicklungen, die ich heute aufgezeigt habe, da ist eine Partei aus Bayern verantwortlich. Die CSU hat all das mitgetragen auf Bundes- oder Länderebene. Und leider muss man deswegen feststellen, wie es Jörg Meuthen schon getan hat, dass das C nicht mehr für christlich steht, sondern für den Halbmond des Islam, das S nicht mehr für sozial, sondern nur noch für die politischen Schlangenlinien eines Markus Seehofer, denn die beiden sind ja vollkommen austauschbar, und das U nicht mehr für Union, sondern für den Untergang von Freiheit, Sicherheit und unserer Kultur, der Folge dieser katastrophalen Politik ist. Und ich möchte zum Abschluss mit euch darauf anstoßen, dass wir alle wirklich viel Kraft, Einigkeit und Mut haben, um so viele Menschen wie möglich dieses Jahr aufzuklären. Für Bayern, für Deutschland, für Vernunft, Freiheit und Sicherheit. Prost!